Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School. Gehen wir zurück zu den Basics. Wir fangen nie an mit Toe Drag oder Spinnerama, wenn man Eishockey lernt, sondern gleich nach dem Vorwärtslaufen geht man vielleicht den Kurvenfahren. Und das nächstwichtigste zu lernen ist, wie man richtig auf dem Eis bremst. Nicht nur als Eishockeyspieler, sondern für jeden, der das Eislaufen genießt. Wenn man nicht bremsen kann, ist gefährlich für sich selbst, für die anderen. Man will nicht in die Wand krachen. Ich zeige euch heute in 3 Schritte, wie man zum Hockeystop, den besten Weg zum Bremsen auf dem Eis, gelangt. So, den allerersten Schritt ist nicht aus dem Lauf, sondern aus dem Stand. Und wir werden Schnee machen. Wenn man sich ein bisschen mit der Balance schwer tut, kann man sich auch an der Bande festhalten. Ich mache es hier fein Eis. Ich bin ein bisschen in Hocke. Ein Bein bleibt stabil. Mit dem anderen Bein versuche ich Schnee zu machen. Schieb raus und versuche gleichmäßig das Eis mit meiner Kufe abzuholen. Wichtig dabei ist, dass es wirklich gleichmäßig ist. Da müsst ihr das Gefühl finden, wir wollen nicht zu fest ins Eis reindrücken, dann passiert sowas. Dann hake ich mich ins Eis rein und wenn ich gar nicht ins Eis abdrücke, dann werde ich komplett wegrutschen. Wichtig ist auch dabei zu wissen, vom wo, von welchem Teil meine Kufe ich das Eis abhobe. Ich drehe mich seitlich, ihr werdet sehen, dass der Schnee eher vom mittleren bis zum vorderen Bereich der Kufe wegkommt. Es kommt nicht von der Ferse. Wenn ich das mit der Ferse probieren würde, aus dem Lauf, würde ich mich ins Eis verhaken und eine komische Bogen fahren. Schritt Nummer 2 ist den halben Schneeflug. Sieht so aus, ich kleide mit einem Bein, drehe das andere Bein und bremse so. Einmal noch. Richtig schön mit der Hüfte den Fuß reindrehen und somit abbremsen. Es gibt auch den zweibeinigen Schneeflug, der so ausschaut. Den Grund, warum wir es aber nicht so oft machen oder warum ich das nicht empfehle, ist, wenn wir in den Hockeystop reinkommen, sieht es am Ende so aus. Beide Beine drehen sich in eine Richtung seitlich. Wenn ich den zweibeinigen Schneeflug mache, dann dreht sich dieses Bein eigentlich in die falsche Richtung, wenn ich in den Hockeystop dann am Ende kommen will. Aus dem einbeinigen Schneeflug ist es dann leichter, das Bein ohne den Körper zu bringen. Jetzt kommen wir zu dem allerletzten Schritt, um auf dem Eis mit beiden Beinen zu bremsen. Den Hockeystop. Ich laufe an, mein Vorderbein bremst mit der Innenkante seitlich und ich muss schauen, dass ich meinen hinteren Bein unter meinen Körper bringe, dass ein bisschen nach außen anwinkel, nicht so sehr wie jetzt, aber damit ich hier mit der Innenkante abbremse und hier mit der Außenkante. Sieht so aus. Die Beine können leicht versetzt sein, die müssen nicht direkt nebeneinander sein, die sollen auch nicht so nah aneinander sein, da ist man nicht stabil. Ruhig ungefähr, Hüftbreite auseinander, desto mehr Schwung man hat, desto breiter werden die Beine wahrscheinlich auseinanderkommen. Der Hauptteil des Bremsen mache ich mal mein Vorderbein, den Hinterbein kommt schön unter meinen Körper und helft damit aus. Eine große Fehler, die viele Leute machen, wenn die versuchen am Ende mit beiden Beinen zu bremsen, ist, dass die ihre hintere Bein
hängen lassen. Ihr müsst unbedingt versuchen, das hintere Bein unter euren Körper zu bringen. Wenn nicht, sieht der Bremsung so aus. Mein hinteres Bein hängt sich, ich bremse ein bisschen mit der Spitze ab. Es gibt aber zwei Probleme hier. Erstens ist so eine Position ungefähr das Schlechteste, was ich für mein Knie vorstellen kann. Das merkt man nicht, wenn man jung ist, aber wenn man älter ist, schon. Zweitens, meistens wenn ich abbremse, will ich in die andere Richtung gehen. Und wenn ich so abbremse, kann ich überhaupt nichts mit diesem Bein machen, werde ich sie erstmals auf dem Eis bringen, bevor ihr in die andere Richtung lauft. Deswegen lasst es nicht hängen, bringt es unter euer Körper, um schnell in Richtung zu wechseln. Ich zeige euch einmal noch, wie es richtig ausschaut mit einem Richtungswechsel. Wenn ich diesen Bein unter meinen Körper bringe, dann kann ich danach gleich abstoßen, boom, gleich in die andere Richtung fahren. So, das war's für Bremsen auf dem Eis bei Marcel's Hockey School. Es ist so wichtig für jeden, der das Eislaufen oder Eishockeyspielen genießt, Bremsen zu lernen. Übst daheim, wenn es kalt ist im Winter, beim Publikumslauf, wo auch immer. Dann werdet ihr viel wohler auf dem Eis fühlen. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.